Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist Trashy bei mir eingetroffen, also unser XXL Dino Trashy. Und ja, da haben ein paar YouTuberinnen und so sich zusammengetan, die tatsächlich auch sehr, sehr eng miteinander sind und auch sehr privat. Also es ist tatsächlich ein krasses Paket, was mit Liebe gepackt ist und mit Liebe von einer zur anderen weitergeschickt wird. Und ich bin einfach so, so happy, dass wir jetzt schon seit keine Ahnung, 3 Jahren oder so dieses Paket haben und dass es immer noch weiterläuft und weiterläuft und dass unsere Gruppe einfach so wundervoll herzlich miteinander ist. Also ganz viel Liebe geht raus an die Mädels und ja, wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal das Paket auf links zu drehen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, abgefahren. Achso, und falls du auf der Suche bist nach irgendeiner Trash-Paket-Gruppe, kannst du dich super gerne in den Kommentaren melden. Denn darunter finden und suchen und finden sich immer wieder neue Trash-Paketgruppen. Also schau gerne mal, vielleicht sucht dort auch sowieso gerade jemand eine Gruppe. Ja, so, ich habe hier die Boxen auch schon mal ein bisschen hingestellt und ich werde allerhand rausnehmen für ein Projekt und genau, das hatte ich glaube ich in einem anderen Video auch schon erzählt, ne? Und da werde ich vor allem Basic-Produkte rausnehmen, Basic-Pflegeprodukte, Basic-Schminkprodukte. Natürlich werde ich alle Produkte, die ich reingepackt habe und die zu mir zurückgekommen sind, ersetzen und ja, auch die Produkte, die ich jetzt rausnehme, ist klar, ne? So, ich starte mit etwas, das sind Naschis, ich glaube, die werde ich mir alle komplett rausnehmen. Das ist von Wellmix Sport mit Protein. Ich liebe diese Proteinregel, ne? Die sind hier drin. Ich liebe sie und deswegen bleiben sie natürlich auch. Dann habe ich hier von No Cosmetics die Augencreme Awake Today mit Power Peptid und grünem Kaffee. Das finde ich sehr, sehr interessant. Möchte ich mir tatsächlich auch sehr, sehr gerne rausnehmen. Und dann habe ich hier noch ein Glätteisen. Von was bist du denn? Das finde ich immer so abgefragt, was hier auch teilweise für Sachen drin sind, ne? Das ist von Remington. Genau, also Glätteisen verwende ich jetzt so nicht. Könnte man natürlich auch zum Locken machen oder so nehmen. Brauche ich für mich jetzt so nicht, weil das hält bei mir eh nicht. Ich kann euch auch gerne einblenden gleich, welche Produkte quasi von mir waren. Also was ich letztes Mal reingepackt habe. Denn das, meine Lieben, war wirklich allerhand. Ich sehe es gerade auch nochmal, also da bin ich etwas ausgerastet. Ich packe halt auch gerne Sachen rein, wo ich weiß, okay, das könnte der und der ganz gut gefallen und die freut sich darüber, ne? Okay, also wir machen jetzt hier mal mit dieser Tasche weiter. Oh, das ist die Tasche von Jenny, da sind die Wachse drin, wie cool. Ich verlinke euch ihren Shop super gerne mal in der Infobox, Miss Curly Wax, da bekommt ihr wundervolle, richtig gut riechende Duftwachse. Und die hat so ganz außergewöhnliche Duftrichtungen immer mit dabei. Ich schau mal, welches mich da am meisten anspricht. Der riecht sehr weihnachtlich, aber ich glaube, da könnte echt gut was sein. Da fehlt nur der Deckel, aber das ist nicht schlimm. Dann habe ich ja noch Cotton Candy. Oh, ich will jetzt aber auch nicht zu viel rausnehmen. Bubblegum riecht auch richtig. Oh, oh, riecht der gut. Aber ich glaube, meine Männer fahren da nicht so drauf ab. Also ich habe mich jetzt schon für 2 entschieden. Und wie gesagt, schaut in der Infobox vorbei. Da habe ich euch den Shop mal reingesetzt. Ne? Falls ihr auf der Suche nach coolen Duftwachsen seid, das ist sehr empfehlenswert. Hier wurde auch Glitzer für sie reingepackt. Ich werde auch noch Glitzer mit reinpacken. Da habe ich nämlich das ein oder andere da. Und ich glaube, dass sie das auch ganz gut verwenden kann, weil sie macht das ganz gerne hier oben auf ihre Düfte auch so drauf. Achso, da ist jetzt was mit drauf, genau. Ne? Dass das Ganze einfach etwas niedlicher aussieht. Hier haben wir so ein Ding von der My Little Box. Das ist so ein Tellerchen quasi. Das wird aber auch nicht bei mir bleiben. Hier haben wir Kleidung drin. Wie geil ist das denn? Feiere ich ja immer wieder, ne? So, das hier ist eine Hose, eine Chillhose. H&M, Größe M. Könnte mir sehr gut passen. Könnte sogar eine gute Schlafanzughose sein. Und das hier ist, glaube ich, ein Kleid. Ist aber nicht ganz meine Größe und mein Vibe, glaube ich. Wie schön sieht bitte diese Meerjungfrauentasche aus? Oh mein Gott. Oh, hier sind Masken und sowas alle drin. Oh. Und Nagelsticker sind da auch drin. Vielleicht für Sarah Isabel was, weil die steht ja total auf Nagelsticker, ne? Ich habe mich für diese beiden Tuchmasken entschieden. Deep Cleansing Formula und Refreshing Moisturizing. Weiter geht die wilde Reise mit dieser Made by Mitchell Tasche. Oh, die ist ja bis oben hin voll. Hier haben wir von Lottie London ein transparentes Puder. Ich habe das, glaube ich,
entweder in Transparent oder ich habe das auch in Rosa da. Dann von Riva Loves Me High Perfection das Liquid Rouge, ist auch nicht ganz so meins. Von Yepoda Get Glassy, das ist so ein Highlighter-Stick, der für mich persönlich nicht wirklich highlightet. Von Max & More habe ich hier auch noch ein Stick, Multi-Use-Stick in der Farbe Plum. Etwas Riesiges von Revolution. Ach, guck mal, das ist dieses Ei aus der Willy Wonka Limited Edition. Das ist natürlich süß, ne? Oh. Ach, das war dieser super dunkle Highlighter. Nee, nicht so. Nicht so für mich. Das ist zu mir zurückgekommen in der Farbe Dark Brown. Ist das wirklich von mir? Ich habe es auf jeden Fall in einer anderen Farbe reingetan. Muss ich nochmal in der Gruppe fragen? Ich glaube, das hat jemand getauscht, weil Dark Brown habe ich mir definitiv damals nicht gekauft. Das ist so ein Augenbrauen-Gel. Dann haben wir hier noch Lidschatten von Art Deco und ein Blush mit dabei. Die dürften aber sogar noch neu sein, sehen jedenfalls so aus. Ein Blush von Catrice, das ist dieser Liquid Blush. Von Alverde habe ich hier einen Matte Lipstick in der Farbe Coral Chic. Dann ein So Susan, ja, das ist so ein ganz dunkler Bronzy Highlighter. Oder Highlighting Bronzer. Von Riva Loves Me, der Tropical Bronzer in der Farbe 02 Honolulu. Ich glaube, das ist ein gutes Basic-Produkt. Allerhand Augenbrauenprodukte und Eyeliner sind hier drin. Da werde ich mir das ein oder andere doch einfach mal rausnehmen, ne? Auch so ganz neue von Odin's Eye oder von Essence, so einen schönen blauen. Dann habe ich hier so einen Blush Quattro von Revolution drin. War im Adventskalender. Ich finde es eigentlich ganz universell eignenbar. Ich meine, dass ich meins sogar noch habe. Bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Dann The Shadow Paint von 3INA oder Mina. Wow, das ist echt gut gepackt hier. Luminous Eye Tint Liquid Shadow von Essence. Die fand ich leider nicht so gut. Dann auch noch in einer anderen Farbe. Genau, das ist so ein lila. Dann You Matter, genau, von Catrice. Das ist so ein Liquid Blush. Happiness Blotting Paper. Dann ein Blush Lights von Made by Mitchell. Ein Liquid Highlighter. Oh, in so einem schönen Peach-Ton. Jo, hier habe ich einen Metaglow Highlighter von Essence, ist das, glaube ich, oder? Doch, von Essence. Sehr bunt. Ein Riva Loves Me Just You and Me Blush. Der ist tatsächlich pigmentierter, als man denken mag. High Glass Finishing Powder von NYX, das ist dieses hier in der Farbnuance Medium. Dann von Rival de Loupe Follow the Sun, das ist ein Bronzer. Oh, ist da wirklich was von Marc Jacobs drin? Der Wahnsinn, was bist du denn? Omega Shadow, ach so, okay. Oh, ein Monolidschatten von Marc Jacobs. Wow, der ist sehr, sehr schön. Wenn ich Monolidschatten tragen würde, würde ich mir den sehr wahrscheinlich rausnehmen. Leider nein. Aber schon geil. Holy Grails von Maxim. Das ist das Flawless Baking Powder. Dann Wonderful Pink and Proud von Essence. Das ist ein Blush. Ein richtig süßes Quattro von Cella. Das ist ja eine Marke, die war auch irgendwo mal, ich glaube, in der Blissim-Box drin, ne? Genau. Und dann habe ich von Trend It Up ein Powder Blush. Das ist ein sehr beliebtes Produkt eigentlich. Also sehr interessant. Dann habe ich hier noch, ich glaube, das hat Nicole reingepackt, Blush Crush von Essence. Das ist dieser Blush, den, weiß ich nicht, habe das Video schon gesehen, was Influencer hassen als mein Make-up-Produkt. Ja, den hatte ich nämlich dann quasi reingenommen. Dann habe ich hier den Vintage Beach von Essence. Das ist ein Highlighter, der mir persönlich auch ein bisschen zu dunkel ist. Aber wie gesagt, ich werde ordentlich plündern. Wir gehen zur nächsten Box. Das ist eine kleine Blissim-Box. Und da haben wir drin... Was bist du? Nein, es ist ein Foreo. Erzähl nicht. Das ist so ein kleines Reinigungsding. Abgefahren. Also ich habe meinen PMD Rose Quartz Roller, ne? Deswegen habe ich da schon etwas. Aber das ist ja mal richtig cool. Ist jetzt, glaube ich, kein Original Foreo, ne? Aber so ein Reinigungsding mit dabei. Ich glaube, das feiern viele sehr. Könnte, glaube ich, auch eine Freundin von mir mega feiern. Ich glaube, das nehme ich sogar raus. Dann von Karma Miyu habe ich hier einen Gesichtsreinigungspinsel. Den habe ich, glaube ich, zweckentfremdet bei mir zum Putzen. Der ist halt sehr, sehr so ein Handschmeichler, ne? Damit kann man eigentlich ganz gut so Töpfe reinigen.
dieses Täschchen mit dem Krokodil muss leider bleiben, denn gestern hat Julius ein neues Wort gelernt, Kroko. Und ich glaube, er wird auch mega drauf stehen, die Reißverschlüsse zu öffnen, denn das macht er ganz gerne, wenn ich so meine Reißverschlusssachen anhabe. Das ist unglaublich. Von Balea habe ich hier für sensible Kopfhaut ein Trockenshampoo. Dann auch noch ein Trockenshampoo ohne Haare waschen für dunkles Haar. Noch ein Trockenshampoo von Isana, Bubbles by die Fische, finde ich richtig süß. Jedes kleine Ding wird hier auch genutzt. Hier haben wir auch noch eine Haarampulle von L'Adore. Oh, interessant. Was machst du? Weiß ich nicht. Ist K-Beauty, finde ich interessant. Und dann habe ich hier von Ghoul noch ein Sunshine Haarparfum. Auch ziemlich abgefahren. Jetzt kommen wir zu Goodie-Boxen. Die sind alle so prall gefüllt. Wow. Okay, Basic-Sachen bleiben, wie gesagt. Ne? Intensive Creme Forte für Gesicht, Hände und Körper von Salt House. Richtig cool. Von Alverde ist das die Serum Foundation mit 0,2% Squalan, wo ich mich mega geärgert hatte, dass im Geschäft alle immer geswatcht waren. Und hier weiß ich ja, dass es dann quasi geswatcht von einer Kollegin ist und ich dementsprechend davon ausgehen kann, dass das Ganze auch hygienisch ist. Sehr peachy. Oh mein Gott. Sehr reichhaltig, also eigentlich total cool. Aber du musst schon sehr warm Hautunterton haben, ne? Dann habe ich hier eine Multifunction Formula Snail Repair Eye Cream von Mison. Das ist K-Beauty. Dann eine Bright Reveal mit Lichtschutzfaktor 50 Dark Spot Feuchtigkeitspflege. Finde ich sehr, sehr interessant. Das ist von L'Oreal. Dann haben wir hier die Renewal Power Eye Cream von Avon. Dann, also hier sind schön viele Basic-Sachen drin. Mandelblütenhautzart, Mandelöl, Vitamin E, leichte Gesichtspflege von Kneipp. Das ist ja spektakulär. Der Cleansing Balm von Balea hat mir leider auch nicht ganz so gut gefallen. Aber ich sag mal so, wenn man halt jetzt nicht so krasses Make-up runternehmen möchte, sondern zum Beispiel seinen Lichtschutzfaktor abschminkt damit quasi, ne? Also runtermacht und dann das zum Double Cleansing verwendet, geht es. Dann habe ich hier ein Anti-Aging-Formula Aroma Works Absolut Eye Serum. Ich glaube, das ist gekippt. Das nehme ich mal raus, denn das sieht nicht mehr ganz so nice aus. Dann habe ich hier eine All Barrier Cream von No Cosmetics. Die kann man auch echt gut universell verwenden. Bright Reveal Dark Spot UV Fluid mit Lichtschutzfaktor 50+. Auch das sehr, sehr interessant für eine Freundin. Super Glow Hyaluronic Self-Tan Serum. Finde ich jetzt nicht so geil. Intim Aftershave Balsam, das finde ich interessant, von Isana. Da muss man immer ein bisschen drauf gucken. Panthenol, Tüdelü, ob da zum Beispiel Parfum drin ist oder so. Nee, ist nicht. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, finde ich gut. Dann haben wir hier von Luvas Heilerde eine Waschlotion. Und von Nivea eine One-Minute Urban Detox Maske, eine klärende Maske. Und zu guter Letzt von Catrice Only 5 Ingredients, ein Make-up Remover. Cool. Ich hatte den Mädels auch schon gesagt, dass ich das Paket ziemlich plündern werde. Also vor allem, was so, ich sag mal, Pflegeprodukte angeht. Ne? Dann wird es ein bisschen leichter. Trashy muss abnehmen. Die nächste Goodiebox. Die ist richtig hübsch. Ne? Das ist, glaube ich, die aktuelle Welcome-Box-Umverpackung. Oh, hier habe ich von Pure Lay Signature Collection Schmuck drin. Oh, das sind richtig abgefahrene Ohrringe. Huch, ciao. Die sehen auch sehr, sehr schön aus. So richtig grafisch, ne? Und ich habe aber so ähnliche tatsächlich noch da. Oder schon da, nicht noch. Dann haben wir hier, ich glaube, eine Kette oder so. Was bist du? Oh, ja. Das ist auch eine Kette, die dazu gut passen könnte. Und ein Armkettchen. Wow, das ist ein komplettes Set, Leute. Richtig cool. Hier haben wir allerhand Tools drin. Das ist so ein oder zwei Seifensäckchen. Das ist ganz praktisch, wenn man so feste Duschprodukte verwendet. Hier etwas zum Pinselreinigen und noch was Großes zum Pinselreinigen. Wow. Hätte das jetzt einen Saugnapf dran gehabt, hätte ich das wahrscheinlich rausgenommen, weil aktuell mobst Julius mir immer meine Pinselwaschmatte, weil da hinten Saugnäpfe dran sind, rennt damit durchs Badezimmer und packt das überall dran. Läuft. Dann habe ich hier noch für einen, ja, so ein Pony-Puffin, ne, so ein Pferdeschwanz-Vergrößerungsding. Huch, das hier ist so ein Ansatz-Kaschierspray in Rot-Braun. Ei. Sehr speziell tatsächlich, aber könnte was sein. Dann ein Deo-Roller von Nivea und zu guter Letzt von L'Oreal Elvital Hydro aufpolsternde Overnight-Creme-Kur. Mhm, interessant.
Also jede einzelne Goodiebox ist hier wirklich ein Schatz für sich eigentlich, ne? Mm. Wiederverwendbare Abschminkpads nehme ich mir raus. Meine Stiefschwiegermama in Spee, auch wenn wir nicht verlobt sind, mein Freund und ich, hatte da schon so mal nach gefragt. Also die findet die auch immer ziemlich gut. Dann von Garnier Hautklar, ein tägliches Anti-Pickel-Gesichtswasser, mattiert die Haut, verfeinert die Poren sichtbar. Könnte was sein. Arcelain-Booster von Dalton. Ja, das ist der Booster, an den ich mich bislang noch nicht so rangetraut habe von Dalton tatsächlich. Lucio Tic, das ist ein Fendica-Booster und das macht einen entzündungshemmenden Effekt. Positiv auf zu Unreinheiten neigender Haut. Okay. Ach so, das benutzt man dann quasi zyklusbasiert. Das ist ja abgefahren. In der vierten Zykluswoche 2 bis 3 Tropfen zur täglichen Feuchtigkeitspflege hinzufügen. Ja, also ich bin halt gerade auch in genau diesem Status und da merke ich halt, dass hier sich auch das ein oder andere entwickelt. Madara Reface Sleep and Peel Overnight Serum. Genau, das ist auch ein Serum, was man halt einfach abends anwendet, ne? Einen Toner von Catrice aus der Dschungelbuchreihe, den habe ich auch schon mal verwendet, habe ich auch schon mal aufgebraucht. Ich finde den ein bisschen zu dick, aber trotzdem ist es ein gutes Produkt. Dann haben wir hier noch ein Workbook mit drin, da müsste hinten auch noch irgendwie so ein Yoga-Kurs oder so mit dabei sein, das weiß ich gar nicht. Achso, ja, der ist auch schon abgelaufen, das war im letzten Jahr, ne? The Next One. Da sind auch große, schwere Sachen drin, das ist auch was Koreanisches, Salon de Pro. Was bist du? Keine Ahnung, das steht hier gar nicht drauf. Oh, von Fußwohl ist hier was drin. Also bei Fußsachen bin ich ja echt immer oft dabei, ne? Fußwohl Gel to Oil, reichhaltige Pflege, Glycerin und Bisabolol nehme ich mir sehr, sehr gerne raus. Dann Curl Flow, cool, genau. Marshmallow Root and Organic Lemongrass Leave-In. Ja, könnte für Curlies ganz interessant sein. Ava and May Caribbean, bist du ein Duft? Das ist ein Parfum. Wahrscheinlich so ein Raumparfum. Ganz interessant. Dann habe ich hier ein festes Produkt von Ahuhu. Das nehme ich sehr gerne raus. Ich habe da eine dankbare Abnehmerin. Von Schwarzkopf Bonacure Color Freeze Shampoo. Genau, das hält dir die Farbe in den Haaren scheinbar. Eine etwas leichtere Goodiebox erwartet mich nun. Oh, da sind ganz viele Haartools drin. Nein, was bist du süß. Guckt euch diese Öhrchen an. Och Leute, damit macht ihr mir das Leben nicht leichter. Das habe ich auch, aber meins ist nicht mehr so fresh. Das heißt, das hier kann ich dann behalten. Also bislang ist nichts zu mir zurückgekommen, ne? Dann haben wir hier auch allerhand Haarbänder und so. Gott, ist das süß. So einen kleinen Taschenspiegel mit Pfote. Solche Haarbänder. Richtig cool. Also ich weiß, dass meine Freundinnen mir das aus den Händen reißen würden, genauso wie das. Deswegen, die beiden kommen für meine Freundin mit raus und das kommt für mich mit raus, weil meins sieht einfach gar nicht mehr so wirklich rosa aus. Wow, okay. Die Schleifchen und so lasse ich aber mal drin. Also auf jeden Fall wird Trashy ein paar Kilos bei mir lassen. So kann man es definitiv sagen. Ich mache weiter mit einer Face and Eye Cream von Yin Jung Sun. Ja, genau. Dann habe ich hier noch ein, oh wie schön, Body Balsam, Mindful Meditation mit orientalisch blumigem Duft von Balea, ist auch immer ganz praktisch, ein AHA BHA Exfoliant von Paula's Choice, dann von eine Gesichtscreme, das ist die Beauty Love Eigenmarke, Hyaluron, Agar und Hanföl, das ist auch so ein gutes Basic Produkt. Von Dalton, die Hyaluronic Urea Hydro Boost Creme, Leute, nehmt die auf jeden Fall raus, wenn ihr eine feuchtigkeitsarme Haut habt. Ich habe da noch ein paar Backups von. Madagascar Centella Probiozica Enrich Cream. Oh, das ist auch cool. Dann hier so ein Pot MA Samvino Gold 24 Stunden Face Cream mit 100 Millilitern. Da hat man auf jeden Fall eine ganze Weile was dran. Und zu guter Letzt ist hier auch noch eine Reismaske drin von einem From. Die finde ich auch ganz interessant. Ich glaube, dass wir uns mal kennenlernen sollten. Das Ding ist auch ganz schön schwer. Hier haben wir von Pixi by Petra Glow Tonic Serum. Das ist ein Gesichtsserum. Dann habe ich hier von The Inky List ein Retinol Serum drin.
Mega geil. Also Retinol ist wirklich der Anti-Aging-Wirkstoff schlechthin. Reboost oder Slow Aging, ne? Eine Gelcreme von Myclarin mit 15 Millilitern. Auch sehr, sehr nice. Dann ein Produkt von Transparent Lab. Blemish Control, ein BHA-Cleanser. Also da hat man dann BHA, sprich Salicylsäure mit dabei. Dann habe ich hier von Ohur Cleansing Lotion fürs Gesicht. Oh, da hat jemand wirklich mal so seine ganze Gesichtspflege aussortiert. Ein PHA-Peeling-Serum von Anna Ivanovic habe ich hier auch mit dabei. PHA ist die mildeste, das mildeste chemische Peeling, was es so gibt, ne? Weil das, ich glaube, auch auf Milchsäurebasis ist. Von St. Moritz habe ich hier ein Tanning Mousse in Medium drin. Ein Fixing Spray von Essence. My Power is Fire. Das ist schon süß. Also, oh, ja. Das ist schon süß. Auch diese Steine da unten drin. Dann haben wir von Elemis ein Superfood Facial Oil am Start von Paula's Choice. AHA, BHA, Exfoliating Peel. Wow. Hier ist was drin von Becca Skin Love Glow Shield Prime and Set Mist. Wow. Becca. Man trauert Becca doch etwas hinterher, oder? Avant habe ich hier mit am Start. Collagen Intense Radiance Activator Serum. Das ist für Strahlkraft, damit ja, die Haut etwas mehr strahlt. Ein Vitamin C Nektar von E plus M ist hier auch mit dabei. Also quasi auch ein Serum. Von No Cosmetics das Antiox Serum mit Ferulasäure. Das ist dieses hier. Ich habe auch mal gelesen, diese Ferulasäure hat nichts mit chemischen Peelings oder so zu tun. Das funktioniert zum Beispiel auch richtig gut im Sommer. Und dann habe ich hier auch noch die Hello Body Cara Look Eye Cream am Start. Ich sag's wie es ist, mein Tisch wird immer voller und voller. Das ist ja der Wahnsinn, Leute. Puh, okay. So, die war eben auch richtig schwer, als ich die aus dem Paket rausgenommen habe. Oh, Düfte. Was haben wir denn hier Schönes? Paralux Fragrances kenne ich jetzt so nicht. Riecht ganz angenehm, ne? Hat auch einen ganz süßen Flakon. Das sieht auch witzig aus. Einfach mal diese Lady und vor allem dieser exorbitant krasse Popo. Oh, das riecht sehr intensiv. Sehr intensiv. Sehr blumig. Dann haben wir von His New York Star Model Young and Free noch mit dabei. Das riecht auch sehr intensiv. Aber diese Kiste ist halt schon schwer, ne? Vielleicht möchte ich diese Kiste erleichtern. Ich weiß es nicht. Von UniQ ist hier auch ein Duft mit drin. Welcher ist das denn wohl? Der geht gar nicht auf. Muss man den drehen? Ah, doch, so. Ah. Das ist Ella K. Pluie sur Halong. Gesundheit. Riecht auch ganz angenehm. Also UniQ hat ja... Also mittlerweile heißen die ja Parfori, ne? Die haben so ganz interessante Düfte bei sich. Ich würde schon ganz gerne behalten, weil ich diesen Zerstäuber auch haben möchte. Ich habe nämlich auch von dieser Marke, also nicht mehr nicht UniQ, sondern von Parfori, welche, die da auch reinpassen. Naomi John, Kiss Me, das wollte ich mir auch schon mal angeschaut haben. Das ist hier eine Schatzkiste, Leute, ich sag's euch. Uff, das ist pudrig und schwer. Tangerine, Jasmin, Orangenblüte, Solarnote, okay, und Moschus. Finde ich aber eigentlich ganz cool. Und dann ist hier auch noch ein Duft von Otto Kern mit dabei. Das ist das Commitment Floral. Ja, ein sehr blumiger Duft. Sehr blumig, ja. Riecht auch ein bisschen einfach nach Haarspray, würde ich sagen. Aber angenehm. Wir sind durch mit den Goodie-Boxen und gehen jetzt zu einer My Little Box. Das ist die La Flamme Box und ich habe ungefähr keinen Platz mehr auf dem Tisch. Base of Sweden Waterproof Full Coverage Foundation. Das ist sehr, sehr abgefahren. Aber ne, wie gesagt, ich habe da ja was in Planung. Energetic ist die Farbe. Das ist auch relativ dunkel, aber ich kann mir vorstellen, dass sich da jemand drüber freuen könnte. Vitamin C Daily UV Glow. Das ist hier auch mit drin. Lichtschutzfaktor ist immer wichtig und meine Freundinnen werden das wahrscheinlich auch feiern. Dann habe ich die Kiko Skin Trainer CC Blur Geschichte hier drin in der Farbe Medium. Das ist diese hier. Also quasi, ja, so eine CC Cream, ne? In Medium. Dann habe ich hier noch so Säckchen drin. Doch, die sind alle gefüllt. Wow.
Chili Vanilli Lip Mask von Essence finde ich hier drin. Sunny by René, da haben wir ihn mal wieder. Da sind Lip Drips drin in 4 verschiedenen Farben. Ich glaube, es gibt die Marke auch gar nicht mehr. Ne? Der hat seinen Online-Shop ja, glaube ich, geschlossen. Aber die sind ja auch noch neu und eigentlich ist es voll schön und voll schöne Farben vor allem. Oh, hier sind viele Lippenprodukte drin. Dann habe ich hier noch Instantly Sexy Lips von, oh ja, von Too Faced, die Lip Injection Extreme. Das ist für Leute, die halt wirklich wollen, dass Feuer auf den Lippen ist. Ne? Das ist krass, 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 krass. Dann habe ich hier Pink Flash Long Lasting Matte Lip Cream von, keine Ahnung, steht hier nicht drauf, ich glaube Pink Flash. Dann habe ich noch von Reva Loves Me Snow Journey Lip Gloss. Ach, wie süß. Guckt euch mal diesen Glow an. Da habe ich noch so einen ähnlichen von. Dann habe ich von Colourpop in der Farbe Liquid Courage einen wunderschönen roten Lippenstift. Und dann noch einen von den Luxe Lip Dingern in der Farbe Galopp. Schaut auch wunderschön rot aus. Hier haben wir nämlich drin den Touche Eclat Blur Primer von Yves Saint Laurent. Der ist jetzt zu mir zurückgekommen. Der war für mich halt zu silikonig leider. Dann Cosmos Love Multi-Use Shimmer Oil. Perfekt geeignet, wenn man auf eine 90er Party oder so geht. Art Deco Magic Fix. Das hält bei mir leider so gar nicht und fühlt sich auch nicht so angenehm auf den Lippen an. Soll den Lippenstift ja wirklich super haltbar machen. Von Boho habe ich hier noch einen Lip Liner mit dabei. Eine Foundation von IT Cosmetics. Your Skin But Better Foundation and Skincare. Wie geil. Richtig geil. Die ist voll gut. Die ist halt nicht meine Farbe, ne? Light Warm? So gar nicht. Light ja, Warm nein. The Balm Sustainably Gorgeous was ist, bist du? Tinted Moisturizer. Oh, das ist auch nice. In der Farbe Cirrus. Ja, nee, ne? Madara ist auch am Start. Lash Extending Primer hat bei mir leider nicht so gut funktioniert. Dann Numbu 10 Porcelain Base Skip Tone Up Beige. Also das dürfte auch tatsächlich ein, ja mit Lichtschutzfaktor 50 plus, auch ein, eine Foundation sein. Von Madara ist hier auch noch die City CC mit dabei. Die ist auch mit Lichtschutzfaktor, aber ein bisschen wenig, mit 15er. Ne? Von Misha haben wir hier auch noch eine Cushion Foundation drin. Dann den Holy Grails Primer von Maxime. Leute, Leute. Genau. Nehme ich mir selber schon nicht raus. Dann von Deborah Extra Matte Perfection. Das ist eine mattierende Foundation in einer super dunklen Farbe. Wow. Von Physicians Formula ist es eine Silk Foundation. Die ist eher leicht, also im Prinzip genau das Gegenteil zu der hier. Dann haben wir hier von RCMA Makeup auch noch eine Foundation in der Farbe N10. Nein, das ist ein Concealer sogar. Okay, krass. Und dann ist in diesem Säckchen noch ein Mini MAC Fix Plus drin. Wie süß ist das bitte? Also, das kann ich mir für die Reise sehr gut vorstellen. Da kann man nämlich immer wieder eigentlich auch nachfüllen. Wahnsinn, was ist das denn hier von Dyson? Ist da tatsächlich was von Dyson drin? Mädels, übertreibt nicht euer Leben. Nein, das wäre unglaublich. Ja, hier sind ganz viele Paletten und Pinsel drin. Ja, hier habe ich von Essence einen sehr, sehr schönen Pinsel. Den habe ich auch. Der ist sehr empfehlenswert. Von Essence die Pure Nude Highlighter Palette. Die ist mir viel zu dunkel. Ja, Nabla, Secret Garden. Nee, Poison Garden. Das ist diese hier. Die ist wunderschön. Aber leider war zu dem Zeitpunkt Nabla noch nicht so gut pigmentiert. Die Catrice Dior Universe Palette ist halt auch eigentlich so ein richtiger Klassiker. Genau, das war die, die jetzt auch schon ein paar Mal gebrochen ist. Ich glaube, ich nehme sie raus. Ich glaube, ich mache da jetzt einfach auch was Neues für rein. Dann haben wir hier noch einen kleinen Blendepinsel von Coca-Cola, die Revolution LE. Da haben wir einen krassen Highlighter. Die ist so süß von Essence, die Jurassic Park Palette. Da ist dieser Grünton da oben fantastisch. Ich habe die auch selber da. Dann haben wir hier von Revolution eine richtig abgefahrene Palette. Was ist das denn? Die Possessed Glitter Palette. Die ist nämlich so richtig. Seht ihr das? Das habe ich aber noch nie von Revolution gesehen. Das ist halt richtig gepresste Glitzer. Mega Geschichten. Wow. Die Bridal Face Palette von Tamtam, die ist sehr, sehr gut. Die mag ich auch sehr, sehr gerne.
zum Weitergeben wäre die vielleicht gar nicht so verkehrt, weil ich werde halt von Freundinnen auch immer wieder nach eben solchen Produkten gefragt. Von Morphe haben wir hier auch noch eine Palette mit dabei. Das ist diese hier. Und das ist halt so eine ganz klassische Nude-Palette. Wie süß, von Sephora. Was ist das? Oh nein, die ist ja süß. Auch so eine ganz nudige Palette. Glitzert da so vor sich hin. Von Ofra habe ich hier den Blush Duo Chick Lit mit drin. Der schaut so aus. Ich weiß nicht, ob ich den noch habe. Von Riva Loves Me Catching Snowflakes. Das ist diese Limited Edition. Ich glaube, die habe ich da gar nicht mehr bekommen. Nee, die wollte ich mir auch gar nicht holen, weil die sehr kühl ist, ne? Ist auch nicht ganz so mein Vibe. Hallo? Dann haben wir hier tatsächlich von Odens Eye die Urt-Palette mit drin. Ich liebe Odens Eye-Paletten, aber ich mag nicht so gerne diese aufgeteilten Paletten. Nee, das funktioniert nicht so gut bei mir. Dann haben wir hier auch einen Klassiker mit dabei von Catrice. Ist es nämlich diese Limited Edition Beautiful You. Das ist, wie gesagt, eine richtig klassische Palette, wenn man halt auch so ein bisschen was fancy geschminken will, aber nicht zu sehr in den Farbtopf fallen möchte vielleicht. Von Jouer haben wir Tan Lines hier mit drin. Wow, also solche Marken, das ist so abgefahren immer wieder, ne? Und das ist auch so eine richtig schöne, bunte Palette. Oh. Ah, ihr habt meine Lidschattenpalettensammlung vielleicht gesehen, ja? Die ein oder andere Farbe hier drin spricht mich schon sehr an. Aber ich habe noch andere da. Das muss nicht. Essence by Merve, mega Palette. Richtig, richtig gute Palette. Tolle Kooperation, hat mir richtig gut gefallen. Also da hat Essence halt auch wieder gezeigt, dass die können, ne? Also dass da halt auch echt gute Qualität darum kommt. Oh, die ist ein bisschen gebrochen. Das ist die Pixie by Petra Palette. Das ist diese hier. Die ist auch schon hier in Quarantäne in einer Folie. Die Love Speak Up Palette haben wir hier drin. Das ist so eine Highlighter Palette. Kann man aber auch verwenden als Lidschattenpalette, je nachdem, wie man das gerne möchte, um da halt einfach ein bisschen mehr Glow auf die Augen zu bringen. Dann habe ich hier noch die Nude Daring, genau, von Catrice. Auch das ist eine Nude-Palette, wie der Name ja schon sagt, ne? Total neutral. Ich glaube, die stehen auch gar nicht in den Theken. Ich glaube, die sind halt wirklich nur online verfügbar. Dann habe ich hier noch einen Pinsel drin. Das ist von La Haye, genau. Jemand hat hier ein Natasha Denona Blush Glow Duo reingegeben. Oh mein Gott, Natasha. Tja, ne? Das müsste ich aber selber auch noch da haben. Zudem findet sich hier auch eine Lidschattenpalette von Catrice, eine Smart-Palette drin, die auch wirklich sehr hübsch ist. Wir haben hier einen Bronzer, einen Blush, Lidschattentöne drin. Eigentlich kann man da auch viel mitmachen. Von Essence die Bienvenuta Aroma Palette. Die ist auch sehr hübsch tatsächlich. Eine von den City Paletten. Und das Schätzchen ist zu mir zurückgekommen. Von Boutique ist das eine Highlighter Palette. Und jetzt haben wir hier schon die letzte Box. Oha, vernasche die Welt, ich sag's dir. Zum Anbeißen. ja, wir haben hier Lashes drin. Das ist hier von Kiss, glaube ich. Weiß ich nicht. Auch mit einem Lash Glue mit dabei. Nee, von Lash Couture ist das. Ich trage ja keine Wimpern, ne? Dann haben wir hier auch noch die Niclay Lashes mit drin. Das sind diese hier. Die sehen wunderschön aus, aber es ist halt nie so unbedingt was für mich. Dann auch noch von Niclay der entsprechende Kleber. Dann finden wir hier allerhand Paletten drin. Out in the Wild von Essence. Das ist so eine schöne grüne. Leider hat mich hier auch damals die Qualität nicht ganz so umgehauen. Dann haben wir hier die Mermaid's Heart von I Heart Revolution. Achso, hier kann man die aufklappen. Da erinnere ich mich noch dran, da hat doch die Alina diese Palette so intensiv in einem wunderschönen Look auch verwendet. Das sah so gut damals aus. Ne? Von, die Sunset Glam von Sunny by René befindet sich hier auch drin. Die dürfte sogar fast unbenutzt sein. Wow. Ja. Schöne Palette, die du sogar als Blush, Bronzer und Highlighter verwenden kannst, als Eyeliner, als alles Mögliche. Dann habe ich hier von Be Perfect die Louise McDonald Masterpiece Palette. Das ist ja mal cool. Da hast du hier nämlich so Töne drin. Und dann hast du hier auch noch Face-Töne drin. Ist eigentlich praktisch. LA Girl, die Pro Mastery Eyeshadow Palette, befindet sich hier. Wow, LA Girl ist eigentlich eher so billig von der Verpackung her. Das ist schon sehr, sehr hochwertig, ne? Sehr schwer. Riesige Fännchen. Wow. Essence, Fall Back to Nature, die Highlighter und Blush Palette. Da muss ich immer wieder an Maxim denken, weil er da ja auch ziemlich
drauf steil gegangen ist, weil zu dem Zeitpunkt gab es solche Blushtöne halt nicht unbedingt in der Drogerie und die ist halt auch wirklich schön, wirklich, wirklich abgefahren, aber ich würde sie halt so nicht verwenden, ne? Von Revolution haben wir hier auch so ein Colorbook drin, das ist natürlich richtig krass, auf der einen Seite hast du komplett matte Töne, auf der anderen Seite komplett Schimmertöne. Ich wusste damals nie, dass die halt auch wirklich so schwer sind. Das ist schon cool. Und die ist, glaube ich, auch unbenutzt, Leute. Wahnsinn. Bare Necessities von Phase Zero finden wir hier. Auch das ist eine eher praktische Palette. Da haben wir einen Blush und einen Bronzer mit drin und Lidschattentöne. Könnte gegebenenfalls interessant werden. Iconic London habe ich hier auch noch mit drin. Ja, das ist so eine Palette, die trage ich halt auch so nicht, ne? Ja, vielleicht diesen Blush, aber ansonsten... Vielleicht den Bronzer, aber diese Schimmergeschichten sind halt auch nicht so meine Welt. Dann, falls jemand Fische ist vom Sternzeichen, hat man hier die Zodiac-Palette drin. Wow, das ist blau. Das würde jetzt zu meinem Outfit passen. Die Lidschattenpalette von Catrice habe ich hier auch noch mit da drin. Und zwar ist das die Limited Edition Tropic Exotic. Die ist schon hübsch, eigentlich, ne? Ja. Dann haben wir von Make-Up Coach auch noch zwei selbst zusammengestellte Paletten, glaube ich, hier mit drin. Oder weiß ich gar nicht. Nee, hier hinten steht drauf, das ist die, wie heißt du? Divin Smoky Eye Lidschattenpalette, genau. Und dann noch die Sonnenkur Mixer Rouge. Oh. Ja, ne? Das ist eine ganz hübsche Palette. Dann sind wir hier bei Juvia's Place und da habe ich einmal diese Palette. Be One With Your Creations. The Masquerade Mini by Juvia's. Ah, nein. Claudi, sei stark. Sigma Chroma Glow Shimmer and Highlight Palette. Okay, das sind alles holographische Highlighter. Gott sei Dank. Ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass ich sie behalten möchte. Aber nein. Und dann habe ich noch von Riva Loves Me hier die Secret Garden Lidschattenpalette drin. Entweder habe ich die noch oder ich habe sie aussortiert. Ich weiß das gar nicht mehr. Aber ich, brauche sie nicht. Und dann habe ich hier noch allerhand Nagellacke. Diesen wunderschönen von Essie habe ich selber. Finde ich sehr, sehr hübsch. Orange mit so einem Goldschimmer. Dann einen roten von Nails Inc. Ultra Strong Nail Hardener von Essence, dann noch ein schöner Leberwurstton von Essence. Trended Up kommt mit einem Gelb um die Ecke, während uns Manhattan mit einem alte Rose beglückt und Maybelline mit einem klassischen Rot um die Ecke kommt, sagt uns Essence Studio Nails Better Than Gel Nails, dass es auch noch einen Top Sealer dazu gibt, aber alles gerade nicht so mein Vibe, glaube ich. Ich zeige euch jetzt nicht die einzelnen Produkte und nenne sie nochmal alle, weil es ist unheimlich viel, was bei mir bleibt, denn ich werde sehr viel weitergeben. Ein Teil davon wird auch bei mir in meiner Sammlung bleiben und ich werde es für mich mal ausprobieren, aber die meisten Sachen gehen tatsächlich an Familie, an Freunde, an das Projekt und dies, das, Ananas. Und tatsächlich freue ich mich mega, dass ich eine so große Ausbeute machen durfte. Ich werde ganz viele coole Sachen reinpacken, die ihr alle bei Nicole Nina Wien... sehen werdet. Also schaut gerne dann bei ihr vorbei, dass ihr dort das Video auch nicht verpasst. Und ich bin sehr happy mit meiner Auswahl. Ich glaube, es werden sehr viele Menschen damit glücklich gemacht werden. Und ja, danke an die Mädels, dass ich so viel nehmen durfte. Aber man darf sich ja im Prinzip auch alles nehmen. Man darf das komplette Paket auch nehmen, sofern man es dann am Ende auch ersetzt. Das ist eben das Wichtige. Und ja, ich bin gespannt, was die Mädels dann zu meiner Recycling-Auswahl sagen werden. Und dann wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.